Nen Wunder. Schönen guten Morgen, Doc. Ich kann länger. Heute, denn das Massagekissen habe ich schon länger, nutze es aber zu wenig. Das war nicht mein Rücken. Ja, ich habe das schon länger, vielleicht schon ein paar Jährchen, nutzt das aber viel zu wenig. Aber es ist ganz schön kräftig, als würde so eine, sagen wir es mal so, dicke polnische Frau euch massieren. So mit richtig, na egal. Wir kommen jetzt zum Bier. Wir haben mal zwei, die ich glaube ich noch nie hatte. Das eine zumindest nicht in der Original-Festbier-Version. Das andere ist ein Landpilz. Viele Feste sind auch auf dem Land aktiv. Die Massage ist nice, ja. Ist niemals zu vergleichen mit einer echten Hand, aber diese Kugeln im Rücken sind schon besser als gar nichts. Kann mich ja schlecht selbst massieren. So, kommen wir zu den zwei Bieren. Ich stelle sie euch gleich mal vor. Da haben wir das Keiler Bier Landpilz. Das klingt nach einem typischen Schweineabend im Wald. In irgendeiner Hütte kommen Schweine vorbei. Ja, es ist ein Keiler Bier. So wird es vielleicht. Ich weiß nicht, wie das. Was ist jetzt los? Ach, ja. Muss ja irgendwie auch entstanden sind der Name. Keiler Bier. Egal, so sieht es dann aus. Hat 4,9 Promille, also 0,1 Liter Hubraum mehr als sonst. Ich mache mal mit Hubraum den Vergleich. Es ist nur so Spaß. Gessner Original Festbier, das hatte ich noch nicht. Ich hatte glaube ich schon mal Gessner, aber das Festbier Original. 5,6, okay. Eindeutig schon mal der Promille-Sieger. 5,6 Liter Hubraum. Ja, ist immer noch Small Block, also immer noch lange kein Big Block. Ihr könnt mich ja berichtigen, aber ab 7 Liter Hubraum oder so, ja, ab 7 Liter Hubraum ist erst Big Block. Also, bei den Amerikanern sind der unter 7 Liter Hubraum Autos oder 6,5 kleine Motoren. Ja, so. Von 2-Liter-Maschinen ganz zu schweigen. Ja, wir fangen so eigentlich, sind auch beides hier Flop-Vorschlüsse. Wir mal gucken, wer es am besten floppt. Ich denke mal, wir fangen mit dem Gessner Original an. Das Bier, das Schweinebier, werden wir uns für später aufheben. Ich hoffe, es ist richtig gut. Na, ist okay, hab schon besser gehört. Flop-technisch eine 7 Punkte. Geruchstechnisch, ja, Bier. Ich kann mit Geruch nie was anfangen, wie gesagt. Ist äußerst mild, bittert fast kaum nach. Kaum. Fast nicht. Schon geht leicht ins Süßliche, fast schon an der Spitze, so in der Note. Ist nicht 100% mein Geschmack, damit das an der Spitze zu süß ist. Ich trinke ja hier kein Energy oder irgendwas, wo ich das weiß. Aber es ist eine andere Süße. Ja, das ist okay, sagen wir es mal so. Flop, 7 Punkte. Es tut mir leid, es gibt nur 6,5 Punkte. Gessner Original Festbier ist okay für so eine Festlichkeit, ja. Gute Flasche mit Flop, okay, ja, aber es ist ein Durchschnittsbier. Ich kann damit jetzt nicht hoch preisen, das nicht hoch loben. Tut mir leid, gestern 6,5 Punkte. Es ist okay für mich, allerdings so im mittleren Rahmen. Ja, man kann es trinken, wenn eine Feier ist und so und du hast nichts mehr da und hast Bock auf ein Bier, dann immer zu, klar, aber so. Wenn ich jetzt die freie Wahl hätte und das Fest beginnt, das Festbier anzufangen, naja, würde meine Laune leicht trüben. Egal, dann kommen wir zum Landbild, zur Sau. Nicht das Schwein, das Bild hat es mir angetan, darum geht's gar nicht. Ob Schwein oder hier Landbier, ist ja alles schön. Land lebt auf dem Schwein, Schwein lebt auf dem Land.
Land lebt auf dem Schwein. Ja, klar. Das Tier suhlt sich ja mit Land überall. Das nimmt mal dort ein bisschen Land mit, da Dreck, dort ein Stück Wiese. Das suhlt sich und suhlt. So. Knack. Das war nicht drücken, wie gesagt. Kommen wir zum Schweinebier. Ich hoffe, der Flop ist ein bisschen besser. Oh ja, das gibt eine 9. Genaue Nuancen dann ab 9,1 aufwärts. Wenn es bei 9,5 ist, wird nach dem Komma 5 noch eine Komma 1, Komma 5, 1, Komma 5, 2 so bewertet. Es wird nie ein 100% Bier geben. Das geht gar nicht, das gibt's gar nicht. Ich kann ja sagen, ja, 100% Bier, da kommt eins, was dir doch besser... Komm hier an. Was dir doch besser schmeckt. Es ist ein Ding der Unmöglichkeit, die 100%... Nee, das geht nicht. Du kannst Nuancen steigen, so... Ja, wie gesagt, mathematisch. Ich erkläre es nochmal für die erste Klasse. Ein Mann trinkt ein Bier, bewertet dieses von 1 bis 10. Erstmal ganz einfach. Von 1 bis 9 gehe ich mit. Einfache Bewertung, 1 bis 9, keine Kommastellen. Muss nicht sein, kann aber. Du kannst natürlich da auch schon bei 7, 8 von mir aus in die Kommastellen gehen, aber das ergibt für mich keinen Sinn. Ab 9 gibt es die Kommastellen, wo es dann kritisch wird. Du kannst sagen, hier könnte es vielleicht noch eins geben, was besser schmeckt, aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. 9,2, 9,3, 9,4 gehe ich alles mit. 9,5 Bewertung kann man noch Nuancen eingestellt. Bis dahin. Ab 9,5 die Bewertung 9,6, 7, 8, 9 bis 10, die es nicht für mich nicht gibt, ist wegen offenlassen der Grenzen nach oben. Du kannst eine Milliarde Bier trinken und das eine ist doch besser. Also von daher niemals 100% geben. Du kannst dann 100% ein, 101, aber das ist nicht mein Bewertungssystem. Bei mir ist hier die 100 Schluss. Es gibt die über 100% Rechnung, die zählt aber bei mir nicht. Heute Mathematiker, EOS. Ab 9,5, ein Bier schmeckt dir mehr als 9,5. Fang die Nuancen gering an. Du willst in deinem Leben bestimmt noch 20, 30 Bier, die dann noch drüber gehen. Oder andere Lebensmittel, ist ja egal, die da drüber gehen. Mach bitte bedacht 9,53, 9,54 oder 9,57. 9,59, dann kannst du auf 9,6 gehen. Und dann hast du Nuancen nach oben. Du kannst das noch mehr verfeinern, also eigentlich ins Unendliche. Du kannst davon verrückt werden, von diesen Systemen, wenn du es dann noch genauer nimmst. Du hast zum Beispiel eine 9,9, 9,91. Du hast ein 9,99 Bier, wo du sagst, ja. Dann machst du die 1 neben der letzten 9. 9,991. Und schon hast du die Verfeinerung drin im System. So, war das jetzt erste Klasse? Weiß ich nicht. Achso, fangen wir erstmal an. Geruch, ja, Bier. Ist leicht bitterlich. Hat aber nicht so sehr die süßliche Note, nein. Kriegt eine 7,7 Punkte, EOS-Punkte. Hat auf jeden Fall gewonnen, das Schwein ist nicht schuld. Mr. EOS lässt sich nicht von dem Bild hier manipulieren. Wenn hier ein Schwein drauf ist, dann nicht, oh, ein Schwein, ich trinke das Bier jetzt, ich will das am besten bewerten, weil da ein Schwein drauf ist. Nein, das Schwein beeinflusst mich jetzt nicht. Kein Schwein beeinflusst mich. Wenn hier ein Schwein drauf ist und ich finde das, ja, das Design ist in Ordnung, geil, nice. Und das Bier schmeckt scheiße, dann schmeckt's scheiße. Punkt. Und damit bewerte ich ja nicht das Schwein, sondern das Bier. Das Schwein ist völlig unschuldig. In dem Sinne, ja, das sind meine Schlussworte. Fazit, Statement, das Schwein ist meistens unschuldig. Sorry, es sei denn, du provozierst es im Wald. Guten Morgen, Lok. Kleiner Nachtrag. Ich meinte,
Es sei denn, das Schwein provoziert dich. Die Information war noch wichtig. Nicht andersrum. Padaboom.